Hallo und herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1978. Und ja, Hallöchen an Reto, der sich hier gleich mal eingefunden hat. Ja, der Othello-Meister, der dann doch von der KI geschlagen wurde. Aber wir haben heute noch eins, also wahrscheinlich, je nachdem wie weit wir kommen, gibt es noch ein weiteres davon. Schön. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich habe mich ins Kopfkissen geweint und bin heute ganz müde. Also wird das wahrscheinlich nur noch schlimmer enden als gestern, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder ein volles, kleines Säckelchen mit Spielen vorbereitet. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir legen direkt los mit Spiel Nummer 1649 und das ist natürlich ganz in Tradition des Streams ein Spiel, das wir gleich mal angucken können. Und zwar auf dem TRS 80. Das habe ich wahrscheinlich auch schon 50 Mal wieder falsch gesagt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das ist aber nicht das hier, oder? Nee. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das hinverschwunden? Ist das unter den Downloads noch versteckt oder wie? Ach, da ist es. Siehst du? Ist echt versteckt da gewesen. Meine Güte. Und dann brauchen wir die Fensteraufnahme. Bam. Was ist denn jetzt los? Uff. Okay, also, auf jeden Fall haben wir jetzt Centimeters and Milliliters oder Zentimeter und Milliliter. Kann man sich schon ein bisschen überlegen, was das jetzt sein soll. Das ist auf jeden Fall ein Lernspiel, bei dem der Spieler entweder einen Balken auf dem Bildschirm zieht und schätzen soll, wie lang der Balken in Zentimeter ist, oder er sieht ein Glas, das teilweise mit Wasser gefüllt ist und soll schätzen, wie viel Wasser sich in dem Glas befindet. Auf 10 Milliliter genau. In beiden Fällen erhält der Spieler, wenn er falsch geraten hat, zusätzliche Informationen, die ihm helfen, eine genauere Schätzung vorzunehmen. Leider bekomme ich das mit dem Wasser nicht hin, weil es gibt keine Auswahlmöglichkeit. Es ist irgendwie im Basic Code drin, aber wie man genau dieses Spiel auswählt, weiß ich nicht. Aber das Balkenspiel, das ist schon damit dabei. Aber wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie man das Milliliter-Spiel auswählt. Also wie gesagt, ich kann hier die Instructions mir angucken. Oh Mann. Beziehungsweise kann ich es nicht, denn auch das nimmt er irgendwie nicht an. Ich hab's mit Y, mit A, J. Man kann Millionen Sachen ausprobieren und am Ende erzählt es dir ja trotzdem. Es sind zwei Games, ja, aber man kann dann eben press Enter, ready to start. Vielleicht muss ich hier 2 eingeben. Please enter a number between 1 and 100. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo ich irgendwas eingeben kann. Aber es bringt mir auch nichts, weil es irgendwas anderes ist. Und dann startet halt schon das Spiel mit der Ding und er fragt mich, wie lang das halt in Zentimeter ist. So, Reto, wie viel Zentimeter sind das denn? Das wird nicht größer.
Frage ist ja, an was er das eigentlich ausmacht, wie viele Zentimeter das sind, weil based on my screen 14. Was ist denn das jetzt hier? Also ich finde ja, dass das Spiel leicht übertreibt, wenn man wenn man die richtige Antwort gibt. Hallöchen, Newsplay. Ich glaube, das Spiel zelebriert das sehr, wenn man instant richtig liegt. Habe ich so das Gefühl. Wenn du einmal falsch liegst. Oh, geschätzt könnten das 20 sein. Das sind jetzt 21 Zentimeter. Nein, das sind auch keine. Das sind 18 Zentimeter. Abgesehen davon, dass er halt kein Ja und Nein annimmt, sondern einfach nur Enter. Nein, es sind 16. Ja, du hast recht. Also ich meine, es ist ja schön und gut, wenn das Spiel es so zelebriert, aber es dauert halt viel zu lange. Es könnte halt einfach nur sagen, ja klar, du hast richtig geraten, aber ja, es muss halt immer so ein Mandala malen und dir dann 2 Millionen Mal sagen, dass du richtig liegst. Bisschen übertrieben, aber ja. Dass ich damit erste Vermutung richtig war, war schon geil. Ja, irgendwie schon. Meine Güte, kannst du nicht einfach sagen, ja, okay, passt schon. Man muss es ja nicht überschwänglich feiern. Also ich meine, hallo. Das ist eine Strichliste. Kann man vielleicht sagen, wenn man 1 Million im Lotto gewonnen hat, dann könnte man das machen, aber so? Weiß ja nicht. Ich wollte noch die Mailadresse in meinem. Da kommst du bei sowas, kommst du da drauf?
Sag mal, wie oft passiert denn das bei dir, Duschplay, dass irgendwer auf deinen Facebook-Account will? Okay, es reicht. Wie wir sehen, bietet das Spiel nicht viel mehr als ständig Mandalas. Auszumalen und dir zu erzählen, dass man richtig liegt. Ich meine, irgendwann ist es auch gut, wenn das wenigstens schneller gehen würde, aber es ist. Oh Gott. Okay. Ist okay. Genug geschätzt. Die Milliliter wären tatsächlich interessant, aber das Problem ist halt tatsächlich, dass ich das nicht zum Laufen kriege, weil er irgendwie sowieso keine Eingaben annimmt. Also, ja, kann ich da nicht viel dagegen machen. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Nummer 1650 ist eine neue Konsole, die allerdings ist in Japan und in den USA rausgekommen, allerdings trotzdem sehr unbekannt. Deshalb habe ich da kein Video, sondern nur ein Bild davon. Das ist die Champion 2711. Und die wurde in Japan unter dem Namen Casino TV Games veröffentlicht. Das sagt schon mal davon aus, was da für Spiele drauf sind. Und da diese Casino 2711 hat zwei integrierte Spiele und die werden wir spielen. Und das eine ist Blackjack und das andere ist Baccarat. Also wir sind immer noch nicht den Casino-Spielen entflohen, weil die nächste Konsole das auch noch machen muss. Ja, super. Elf. Die hat nicht allzu viele Spiele, aber sie hat halt ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Ich glaube, es sind sechs oder sieben Spiele sind für die erschienen und dann war es das wieder. Also eine sehr unerfolgreiche Konsole. Ich frage mich, wieso. So. Und das ist quasi. Es wechselt automatisch, was ich spielen will. Also ich kann nicht mal selber auswählen, sondern ich muss zum richtigen Zeitpunkt drücken. Das ist schon ein Spiel an sich. Irgendwie Blackjack. Und hier genau dasselbe. Ich muss erstmal ein oder zwei Spieler. Und eigentlich basiert die Konsole oder zumindestens die Eingaben nur darauf, ob ich ja oder nein tippe, was völlig komisch ist. Er zeigt dir jetzt verschiedene Beträge, an die ich wetten kann und ich muss ja dann entscheiden, ja, welchen von denen ich haben will. Das ist merkwürdig. Ich wundere mich, warum diese Konsole kein Erfolg war. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit Blackjack an und dieses Spiel ist eine Computerversion des Casino-Kartenspiels. Der Spieler und der Computer versuchen, einen Kartenwert so nahe wie möglich an 21 zu bringen, ohne ihn zu überschreiten, um eine Runde zu gewinnen. Völlig überraschend. Ja, ich mach mal 100. Was das ist, ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben 19. Und ich werde nicht doublen. Man kann auch nur double oder stay. Und das ist 19. Das müsste eventuell reichen. Ja. Nein, ich wollte nicht noch eine Karte. Was soll das denn? Doch. Ja, gut, jetzt bin ich natürlich drüber, das ist mir schon klar. 15. Nein, kein Double. 16, also weil ich ein Ass habe. Ja, ein Hit auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder bei 12. Jetzt sind wir bei 19. Ja, bei 19 bleiben wir. Juhu, ich habe gewonnen. Cool. Ja, gut, Wecker ist schon okay. Alter. Ich glaube, BR ist der Startbetrag, den ich habe, und BT ist, wie viel ich wette. Ja, genau so sieht's aus. Okay. Ich weiß, was der Nippo nächstes Jahr kaufen wird. EA Sports FC 2024? Ah, komm, nimm irgendwas. 15. Ach, die PS5 Pro. Ah, das ist zu viel.
Nein, kein Double, weil sonst kriege ich ja noch eine Karte. Ich habe ja schon einen Blackjack. Warum sollte ich noch eine Karte wollen? Macht keinen Sinn. Nein, 18 ist nicht in Ordnung. Okay. Ich frage mich, warum diese Konsole kein Erfolg war. Push. Wahrscheinlich von der Casino-Lobby platt gemacht worden. Davon gibt es viel zu viel, als würde das passieren. So, okay, das war Spiel Nummer 1. Jetzt schauen wir uns noch Spiel Nummer 2 an. Ich habe doch noch gar nichts getippt. Was soll das denn jetzt? Darf nicht hier gleich Ja tippen, weil sonst geht's nicht. So, Baccarat. Das ist eine weitere Casino-Karte. Spiel die Bank und der Spieler ziehen offen Karten und derjenige mit dem nächsten Wert gewinnt die Runde. Je nachdem, wie viele Karten der Spieler und oder die Bank zu Beginn haben, dürfen sie weitere Karten ziehen. Was es irgendwie wieder ganz komisch macht oder so, ich weiß nicht. Zweiundzwanzig. Warte mal, ich habe 22? Okay. Ja, ich weiß ja, dass bei Baccarat es doch eigentlich so ist, dass jeder Wert über 11 wieder runtergezählt wird, aber. Ah, die Sounds sind wunderschön. Das könnte jeden Wecker Konkurrenz machen. Nur ein wenig an den Sound von der Einrastfunktion. Ah, von welcher Einrast? Achso, du meinst von der Tastatur. Ich kapiere nicht ganz, worauf das hinausläuft. Die Grundregeln von Baccarat verstehe ich ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, die meinst du, okay. Ein Push. Naja gut, damit lassen wir mal diese obskure Konsole. Sie wird uns noch mal zwei, dreimal begegnen wahrscheinlich. Aber ja. Ganz toll. Nummer 1651. Und weiter geht's mit der fröhlichen Spielerei. Jetzt haben wir den Apple II in der Spielerei. Und zwar spielen wir jetzt Chaser. Und das ist ein Zielspiel. Schießspiel.
bei dem der Spieler auf ein farbiges Quadrat schießen muss, das sich auf dem Bildschirm bewegt. Jedes Mal, wenn das Quadrat getroffen wird, gibt es Punkte und das Quadrat wird kleiner. Jedes Mal, wenn der Spieler es verfehlt, wird es wieder größer und die Punkte gehen verloren. Der Spieler gewinnt, wenn das Quadrat getroffen wird, wenn es nicht mehr kleiner werden kann. Jaha. Run Chaser. Ah, scheiße, ich muss es hier groß schreiben. Run. Nein, kein C. Run Chaser. So, jetzt aber. Welcome to the game of Chaser. So, und jetzt ziehen wir hier schon das Quadrat. Wir können das Ziel bewegen. Natürlich, die ersten Dinger sind jetzt noch nicht allzu schwer, weil es noch relativ groß ist. Man kann natürlich auch auf die richtige Farbe warten, um noch mehr Punkte zu holen. Manchmal geht es lustigerweise aber irgendwie auch nicht zu schießen, warum auch immer. Nach oben, unten bewege ich es nur ungern, weil das irgendwie vertauscht ist, warum auch immer. Deshalb bewege ich mich eigentlich nur mit links und rechts mit dem Kreuz, mit dem Fadenkreuz. Gerade noch erwischt. Jetzt ist langsam kritisch. Boah, gerade noch erwischt, ey. Boah. Und nochmal erwischt. Oh Gott. Das ist jetzt das Kleinste. Das zu erwischen wird interessant. Nein! Fuck! Ja. Nein! Kannst du das mal runterkommen? Ah. Oh! Das letzte zu treffen ist echt nicht einfach. Ja. Jetzt hat. Was? Es gibt noch kleiner. Ach du Scheiße. Gott, das ist ja ein Frame. Wie soll ich den denn erwischen? Oh, ich habe ihn erwischt. 222 Punkte. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ja, das ist das ganze Spiel. Ach, machen wir noch einmal, komm. Manchmal betätigt er auch die Feuertaste nicht. Das Beste ist natürlich, um einen relativ hohen Highscore zu erreichen, auf die richtigen Farben zu warten und dann erst zu schießen. Aber ich bin einfach nur froh, wenn ich überhaupt das hinkriege. Einigermaßen alles zu treffen.
habe ich gedrückt und er hat es nicht angenommen. Das ist immer schön. Ich habe wieder gedrückt, er hat es wieder nicht angenommen. Na. Oh Gott. Bleib doch mal auf der Spur. Schwierig genug, dich überhaupt zu treffen. Doch. Nein! Natürlich, in der letzten Sekunde musstest du nochmal woanders hin, ist klar. Oh, du blödes Mistding, du. Jetzt bleib doch mal an der Stelle stehen, ey. Wow. Ja, das wird auf jeden Fall kein besserer Score als vorher. So viel ist schon mal sicher. Ja, natürlich gehen in der letzten Sekunde wieder nach rechts, du Mistsau. Ach, komm schon. Das ist eigentlich eine relativ gute Strategie, ihn einfach dann zu verfolgen, bis er eben ins Kreuz kommt, wenn er denn gleichmäßig bleibt. Ach Gott. Ja, jetzt war einmal ganz kurz drin. Jetzt hat. Oh! Dein Ernst? Es bleibt da unten wie. Oh! Scheiße! Es war zu spät. Es war zu spät. Es geht noch einmal mal kurz zurück. Danke und noch einmal. Jetzt hat. Kleinen Punkt sieht man kaum, ey. So.
Wie ich es geschafft habe, diesen blöden Punkt überhaupt einmal zu treffen, ey. Ja, macht doch zwei Frames manchmal, da komme ich. Es geht gar nicht, den zu treffen. Da ist er plötzlich auf der anderen Seite, obwohl ich genau jetzt hat. Nein! Gott, ich sehe ihn kaum. Oh nö! Ich war schon bereit zu drücken, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh nein! Ich war gerade drin. Jetzt hat. Das sind wirklich zwei Frames, die er hat. Jetzt hat. 160 nur. Boah. Nein, da waren die 222 vorher besser. Okay. Chaser. Nummer 1652 ist ein Bildchen. Und zwar ist es der Checker Challenger. Und das ist ein spezielles Gerät zum Spielen von Dame. Der Spieler kann Dame gegen den Computer spielen. Auf der Oberseite des Geräts ist ein Schachbrett aufgedrückt und der Spieler muss die Steine manuell bewegen und den Zug über die Tastatur eingeben. Der Computer antwortet dann auf dem Display mit seinem Gegenzug. Es gelten alle Regeln des normalen Damespiels. Wahnsinn. Nummer 1653. Da müssen wir in den Browser. Und dann das hier. Da gehen wir über zum Color Computer. 2 unserem farbenfrohen Gesellen. Ach, das klappt manchmal nicht. Da muss ich noch mal neu starten. Also manchmal geht's nicht. Lustigerweise. Auf jeden Fall spielen wir jetzt auch Checkers, also Dame. Das ist ein kompliziertes Brettspiel. Es erschien ursprünglich in Basic Computer Games. Der Spieler spielt gegen den Computer. Es hat auch letztes Mal funktioniert. Warum funktioniert jetzt das nicht mehr? Ah. Spielt gegen den Computer, beide bewegen ihre Figuren über das Brett und können gegnerische Figuren fangen, indem sie über sie springen. Spielsteine können gekrönt werden, wenn sie auf die andere Seite des Brettes erreichen. Gekrönte Figuren können sich rückwärts bewegen und mehr als ein einzelnes Plättchen bewegen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Weiß doch, dass es letztes Mal funktioniert hat. Vielleicht muss ich ja nur ein Warm Reset machen. Das funktioniert es dann, ja. Ja, aber er soll ja trotzdem das Programm laden. Jetzt kommt schon. Jetzt hat es geklappt, ja. Das hier. Wir brauchen dann auch noch Musik, weil Musik ist hier nicht gegeben. So. Whenever you jump a piece, I'll ask you if you can make another jump. If you can't, enter a negative number or just press return. Okay. Ja, ich möchte als erstes.
Wir sind natürlich rot. Oh Scheiße, das war jetzt ein Fehler. Ah, fuck. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Scheiße! Was? Fuck. Das ist jetzt unverhofft gut gelaufen. Okay. Das ist jetzt besser gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Achso, ich kann ja dann immer bloß eins weiter springen. Scheiße. Nein. Da verliere ich ihn. Nein, das wollte ich gar nicht. Shit. Kann er bloß bis. Oder kann ich bis 19 springen? Außer ich 10? 11. Ich könnte wenigstens 2 noch mitnehmen. Ich denke mal, das ist. Kann ich bis 19? Nein. Okay, dann spring auf 15. Hä? Und geht das nicht? Okay, irgendwie klappt's nicht, warum auch immer. Aber dann mache ich jetzt den Zug von 22 auf die 18. Achso, dann hab. Ach, dann lasse ich ja wieder einen frei.
Aber warum kann ich denn mit dem 1 nicht auf die 28? Den 1, 28. Auf die 15. Warum geht das denn nicht? Verstehe das nicht. Sollte doch normalerweise gehen. Merkwürdig. Auf die 9. Aber weiter spielt er nicht. Fünfundzwanzig auf 18. Auf die 26. Ich kann das aussitzen. Dann kann ich jetzt mit der 9 auf die 6. Und dann kann ich mit der 6 auf die 2. Mit der 18, 14. Hä? Ach, mit der 18 auf die 9. So. So. Aber warum kann ich mit meinen Damen nirgendwo hin? Das verstehe ich nicht. Einundzwanzig auf 14 und auf 7. Die KI kommt mir nicht allzu sonderlich schlau vor, wenn ich mir das so anschaue. Müsste ich jetzt mit der 2 nicht auf die 16 kommen? Warum geht das nicht? Kann ich mich mit der Dame in dem Spiel auch immer nur ein Feld weit bewegen? Das ist doch merkwürdig. Das sind nicht die offiziellen Dame-Regeln. Möchte ich mal anmerken. Damit ist der einzige Vorteil einer Dame nur noch, dass sie sich rückwärts bewegen kann. If you're feeling the
Ich krieg sie da hinten nicht weg. Das ist total merkwürdig ist. Na gut, jetzt kriegt er halt auch eine Dame, aber ganz ehrlich, who cares? Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er kann tatsächlich auch nur ein weiterfahren. Okay. Dann ist es anscheinend tatsächlich so, dass du eben auch mit der Dame nicht mehr als eins weiterkommst. Aha, aha, aha. Oh, jetzt hat er den geschlagen. Ist das dein Ernst? Na, das dachte ich mir schon, dass der jetzt... Er lässt sich aber auch nicht locken, ey. Jetzt hat er sich gelockt, oder? Nein. So, tschüss. Bam. Das war's. Ich hab gewonnen. Yay. Die KI ist nicht sonderlich schlau, habe ich das Gefühl. Ich habe ja am Anfang den Fehler gemacht und... Vielleicht war es aber auch ein gut, gar nicht mal so verkehrt, weil ich habe ja dann wirklich springen erst da gehabt. Also ich finde ein bisschen schade, dass die Regeln nicht ganz so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Ich weiß nicht, gibt's eine Regelung bei Dame, wo die Dame eben nicht sich frei komplett auf dem Feld bewegen kann? Ich kenne es halt wirklich nur damit, dass wenn du eine Dame hast, die halt wirklich vom einen bis über ins andere Feld bringen kannst, das ist komplett diagonal. Dass man sie nur einzeln bewegen kann, die Regelung kenne ich nicht. So. Nummer 1654 ist eine weitere Checkers-Variante für den Video Brain. Die könnte ich prinzipiell auch spielen. Das Problem ist aber, dass es nicht über die Tastatur funktioniert, sondern über einen Joystick und der wird nicht richtig emuliert. Das heißt, das hatten wir ja schon mal bei so einem anderen Spiel, wo er einfach so nach rechts unten fährt und da bleibt. Und egal was ich mache, egal was ich da als Input eingebe, das funktioniert einfach nicht. Deshalb ersparen wir uns das und sagen wir einfach, dass es 4 Schwierigkeitsstufen gibt und das war's. Nummer 1655 ist ebenfalls ein Checkers-Spiel für den TAS 80 und ja, ist halt auch Mühle, Dame und ja, Dame halt. Nummer 1656 ist dann was ein weiteres Spiel, das ich zeigen kann. Das müssen wir auch wieder über die Display Capture machen. Das ist auch wieder im Browser. Auch wieder für den Color Computer.
2. Und das ist... Das ist... ups, Chess, ja. Chess ist eine Zusammenstellung von 4 verschiedenen Programmen. Und natürlich ist das erste Chess eine Simulation des Pet-Spiels. Ich gegen den Computer. Aber wir wissen ja, ich kann kein Schach. Jetzt ist die Frage, will es jemand probieren? Gegen den Computer oder nicht. Ansonsten zeige ich es halt nur kurz und dann machen wir weiter, dass man zumindest nur mal gesehen hatte. Okay, anscheinend niemand. Hier kann man dann ja das Spielbrett sehen. Sehr detailliert. Und ja, es funktioniert wie das übliche Schachspiel damit. Man kann den Computer sogar beim Überlegen zugucken. Aber es macht jetzt sowieso keinen Unterschied, weil ich kann es nicht. Dann kommen wir über zum zweiten Spiel. Das ist ACDC, ein Casino-Wettspiel, bei dem der Dealer 2 Karten ausgibt und der Spieler darauf wetten muss, ob der Wert der nächsten gezogenen Karte zwischen den beiden Karten liegt. The dealer me deals 2 cards face up. You have to ante at least $5. After I give you 2 cards, you bet on whether you feel that the value of the next card will be between the first 2 cards I dealt you or not. 5 ist meine Ante. 3 und 9. Könnte durchaus dabei sein. Oder dazwischen sein. Machen wir mal $5. Und sie ist dazwischen. Yay! Das sind gleich mal $5. Nein. Was ist das Problem? Du musst trotzdem jedes Mal $5 ausgeben. Da ist doch nur der König dabei. Was soll das denn? Ja, da gehe ich davon aus. $20, komm. Jawohl. Zwischen 5 und 5. Ist es dein Ernst? Sowas sollte verboten sein. Was macht es denn für den Sinn, zwischen 5 und 5 eine Karte zu wählen? 8 und 10. Zwischen 4 und 3. When you slip away tonight. When you slip
komm schon, was soll das denn? Oh mein Gott, ey, Leute, was soll das denn? Ich habe schon das Gefühl, man wird hier betrogen. Es ist nur so ein Gefühl. $83, komm. Yes! Das Einzige, was du da machen kannst, hochwetten und hoffen, dass es dabei ist, weil so oft, wie da dazwischen nichts ist. Ah. Hast du es echt vergessen? Oh, das Shuffling Deck, vielleicht bringst du mal was Gescheites raus hier. Wie oft kann ich jetzt spielen? Dreimal? Und wie oft muss ich passen? 20 Mal? Das ist ein bisschen... Naja. Oh, das muss gehen. 100. Oh, natürlich. Ein Ass ist klar. Hat's mich mal. Dieses Spiel ist dämlich. Das ist wenigstens eine Ansatzweise, was wo du sagen kannst, ja, nein. Aber wenigstens kannst du darauf wetten. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass immer ein 9, 10, 7, 7, 8, 3... Mach doch mal. Oh, verdammt, ich habe alles verloren. Sorry, friend, but you blew it. You have just been beaten by a computer color 2. Was du nicht sagst. Ja klar, wenn er betrügt. Das ist nur scheiße, ey. So, das nächste ist Line 5. Ein Spiel für zwei Spieler, bei dem das Ziel darin besteht, 5 Spielsteine in eine Reihe zu bekommen. The object of this game is to get 5. In a line of your color, choose the board size by entering a number between 7 and 10. Ach, das ist dann sowas wie 4 gewinnt, nur eben 5. Ah. Verstehe. Ich dachte, da müsste man irgendwas bewegen oder so. Hey. Okay. Ist denn jemand dabei, der 5 gewinnt spielen will? Ich kann ja schlecht gegen mich selbst spielen. Alles schon wieder weg. Ja, tatsächlich sind alle schon wieder weg. Geht eigentlich auch. Wer? Mit Sicherheit. Ich werde auch. Geht auch.
Ja, dann eben kein 5 gewinnt. Ich sag's ja immer wieder, auch für die Leute, die wo das vielleicht auf YouTube angucken, wenn ihr mal mitspielen wollt, wenn es mal was zu mitspielen gibt, dann einfach mal in den Livestream kommen und dann seid ihr auch mal dabei vielleicht. Ja, und das vierte ist eigentlich kein Spiel, sondern ja, Biorhythm ist eine Software, die emotionale, körperliche und geistige Höhen und Tiefen aufzeichnet. Müssen wir das mal angucken. Ich möchte wenigstens mal sehen, wie das aussieht. Ah, okay. 11? 30, nein, 30, 88. Du bist an einem Dienstag geboren, das weiß ich nicht. Kann schon sein. Enter the Startdate of this plot. Oh, 7. Der das wohl noch machen kann, der wird es wahrscheinlich sagen, haha, guter Witz, 2023. Du hast 23.872 Tage gelebt. Okay. Schön. Die roten Dates sind Sonntage. Ach! Der hat 1923. Okay. Der Computer-Caller hat nicht damit gerechnet, dass man noch 2023 ja. Das ist blöd. Deshalb habe ich auch minus 2000 Tage gelebt und nicht plus 2000. Plus 23.000. Ja. Blöd gelaufen. Ja, ich kann leider nicht damit aufgehen, dass es irgendwie 2023 wird, weil du bloß zwei Nummern nehmen kannst. Also, ja. Blödes Spiel. Ist ja kein Spiel. Ich wollte nur mal gucken, wie das aussieht. Und ich habe nicht mal den Chart verstanden. Das ist selber was sicher Mittwoch. Ja, immerhin das. Ich meine, das ist älter als ich und es weiß wenigstens, was für ein Tag da war. Das ist ja schon mal ein Fall, das ist schon mal immerhin etwas. Ja. Das ist immerhin etwas. Aber naja. Dass es nicht 2023 kennt, das ist traurig. Aber ja, gut, was soll man da machen? Ja, dass das viel ernsthaft glaubt, dass man das noch heute spielt. Nein, tut es nicht. Nummer 1657 ist der Chess Challenger 10 und dazu habe ich ein Video. Denn das ist wieder eine Konsole, ja, ein Handheld, irgendwie sowas. Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Das wiegt richtig was, das Paket. Nein, was habe ich da nur schicken lassen? Steine. So, das erste Unboxing. Mal gucken. Genau, ganz viel hier Pappe. Da haben wir es doch. Da liegt aber was. So, Fidelity Chess Challenger 10. Kopf war nicht mehr so gut erhalten. Ich glaube, das ist andersrum gedacht. Hier. So, mal aufmachen das Ganze. Doch andersrum. Das war ganz merkwürdig. Warum war es dann so komisch? Egal, hier der Schachcomputer. Chess Challenger 10.
einem Netzteil. Da fehlt doch was, ach du nicht. Ach, das kommt hier anders. Ach, da hatte ich gelesen, das wäre so Fidelity-typisch. Dieses Netzteil. Eine Seite kommt in den Strom rein und eine Seite in den Computer. So, dann mal die Figuren. Ich finde die Figuren sehr schön, die gefallen mir. Läufer. Ich habe auch mal gelesen, die wären ein bisschen zu groß für das Gerät. Also man muss ja nicht unbedingt auf diesem Gerät hier dann spielen. Das heißt, man kann sich auch ein Brett daneben stellen. Das ist eh nur, dass Figuren daneben stehen. Sieht man das überhaupt, was ich hier mache? Ich habe die Kamera mal ein bisschen weiter weg, damit ich selber auch zu sehen bin. So. Ja, nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich gehe da noch mit Möbelpolitur, gehe ich da noch dran. Er hat geschrieben, da wäre nicht so gut erhalten, der Computer, der Schachcomputer. Der hatte noch einen anderen für 20 Euro mehr. Den wollte ich aber nicht. Der Koffer ist ein bisschen ranzig, aber ich will ihn da auch nicht in den Koffer aufheben. Ist aber eine schöne Sache damals, dass man einen Koffer dabei gegeben hat. Das war bei anderen Schachcomputern wohl nicht mal der Fall. Die knallen ab und zu die Pullen hier, die Pfandpullen. Das war vorher kalt in dem Raum, jetzt habe ich die Heizung an. Jetzt dehnt sich die Luft in den Flaschen aus. So, ja, hier hat man den Koffer dabei. Hier, das ist jetzt kein unbedingt Muss. Dann ist hier für das Netzteiler Platz für den Computer mit Schaumstoff ausgelegt. Die Anleitung, ja, die ist nicht dabei, das ist aber nicht dramatisch. Aber die Anleitung, die kriegen wir schon woanders her. Dann ist das hier der Schachcomputer. So, dann baue ich jetzt mal um. So, indem ich das mal hier mehr in den Fokus rücke. Jetzt geht es ja nur noch um den Computer. So, dann kann ich auch hier irgendwie so hier das alles mal weg hier aus der Reichweite. Dann den so in die Mitte. So, dann brauche ich noch ein Netzteil. Und dann, was ich gerade meinte, ist hier, du hast auf einer Seite, guck dir das Netzteil raus, das ist hier der Stecker, der in den Computer kommt. Und auf der anderen Seite hier, da ist das, was in den Strom kommt. Und das ist sogar ein festes Kabel hier am Computer. So, ganz merkwürdig das Ganze hier, aber seltsam, aber so steht es geschrieben. Das war der Moment, in dem der Schachcomputer die Welt übernimmt. So, die Anleitung, die habe ich grob hier. Ich sehe gar nicht, was ich sehe. Man sieht ja eh nur den Schachcomputer. Also ich habe hier die Mappe vor mir mit den Anleitungen. Sieht man das? Da sieht man sogar. So, Mondial. Ich habe das so versucht, einigermaßen alphabetisch zu machen. Sargon, Fidelity, Exzellenz. Hier ist Chess Challenger 7. Den Chess Challenger 10. Ich hoffe mal, dass die Bedienung da auch nicht anders ist. Obwohl, ich glaube, die Level sind da anders. Egal, ich will ja nur grob zeigen dann, das ist, der wird dann gegen ja, schwächere Geräte spielen, wie zum Beispiel das Komplett-Chess-System. Dafür ist er gedacht. Der hat ein erstaunliches Gewicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht, dass der wenig wiegt, obwohl Gewicht ja nicht unbedingt der maßgebliche Faktor ist. Hier die Möbelpolitur schon mal. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Das hat er wohl auch ein bisschen nachpoliert oder sowas. Und jetzt, wenn man eine Partie machen will, drückt man Level. Level 2. Naja, im Prinzip hängt da eine KI mit drin. Das ist halt nichts anderes, als wenn du halt digital gegen eine KI spielst. Nur, dass es halt hier mit einem Brett ist. Aber es ist ja immer noch eine KI da drin. C7, C5, sogar ohne, dass man warten muss oder so.
Dann machen wir mal G1. Das heißt G. Ich bin mal schnell weg und lass das mal da bis kommt dahin sofort instant mal der kurz Theorie noch zu weiterlaufen. D7, D6. Kein großes Warten oder so. Ich kicke ihn aber aus dem Buch raus mal hier. Obwohl, es ist interessant zu sehen, was er wohl spielt. Also da könnt ihr euch schon mal auf Matches freuen hier. Der zeigt sofort die Theoriezüge an. Zack, Zug ist da. F3, D4, G8, F6. Ja gut, er hat auch nicht viel Theorie. Das, da kann es auch liegen. Springer B1, C3. G7, G6, Drachenvariante. Ich muss ehrlich sagen, das ist ja noch nicht mal hier. Dass mich das von der Bedienung her stören würde. Was ist das eigentlich für ein Schatten da an der Seite? Ach, das ist mein Smartphone. Ich hätte gerne mal alles blank hier auf dem Tisch. Das ist ein sehr schöner Schachcomputer, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, da sind ein paar Macken hier drin oder was das ist. Ach, ich glaube, das sind keine Macken. Das ist hier bewusst so. Weil die machen alle dasselbe Muster. Das gehen alle so wie so Faust. Vielleicht sind es auch Macken, ich weiß es nicht. So, egal. Aber ist besser erhalten, als ich dachte, weil ich hatte den günstigeren genommen und er hat geschrieben, der ist aber nicht so gut erhalten. Machen wir mal C1, W3. Und da muss er rechnen. C8 G4. Ich dachte schon F6 G4, hat mich schon erschrocken. Weil F6 G4 stellt einfach die Figur an wegen Läuferschach. Machen wir mal F3. Der wird natürlich seine Matches spielen gegen zum Beispiel das Chess-System 3 zum Beispiel. Oder gegen den Chess-Champion MM1 zum Beispiel. Ich muss sagen, dass mir das mehr gefällt, als ich gedacht hatte. Der Schachcomputer. G4, D7. Die Tasten lassen sich auch okay drücken. Dieses Flackern hier von diesen Zeichen, das sieht ganz anders aus wie auf dem Emulator. Check I lose from to. Das ist so für die Sammlung, ist das jetzt im Nachhinein ein wunderschönes Gerät. Auch diese schwarzen Felder hier, das ist natürlich alles nur hier. Man könnte das Brett auch weglassen und stattdessen ein Turnierbrett hinstellen. Aber mir gefallen diese Figuren. Ich glaube aber nicht, dass sie sonderlich starke Magnete haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie auf einem Modular funktionieren würden. Diese Figuren, schöne Holzfiguren, muss ich ehrlich sagen. Das ist sehr wertig für so einen Schachcomputer. Also den finde ich auf jeden Fall besser wie das Chess Champion Supersystem 3. So, ich mache mal hier Läufer C4. Ach, ich muss ja den Springer wegziehen. Nein, ich schlafe erstmal nochmal ein. Schlaf nochmal für D4, B5. Das hat ein bisschen so, so einen Charme. Muss ich ehrlich sagen. Und dieses Blinken, was hier ist, das sieht ganz anders aus wie auf einem Emulator. Also natürlich kann man drüber streiten, ob das jetzt ein Videospiel ist oder nicht, aber ich finde, wenn halt eine KI in so einem Ding mit drin ist, dann finde ich, kann man es schon immer als KI, als Spiel sehen, da es ja ein etwas denken, das ist egal, wie gut diese Denkweise ist, aber ich würde schon dann auch behaupten, dass es dann tatsächlich auch in dem Sinne ein gewisses Videospiel ist. B5 C3 Ron Nelson ist, glaube ich, der Programmierer von dem Programm hier. Springer C6, da machen wir mal Läufer. Das ist ja auch ein Schachprogramm, also es ist ja ein Programm, nur dass es halt eben mit einem Brettspiel kombiniert wurde. Das hat so einen gewissen Charme, das Gerät, muss ich ehrlich sagen. Das kann man nicht abstreiten. Jetzt habe ich die Möbelpolitur, damit werde ich hier noch polieren. Ich habe leider keinen Lack gefunden zum Lackieren. C4, B3.
Heute habe ich das Mutter mal entfernen lassen, das dritte. Da meinte auch die das gemacht hat, da war so ein schwarzer Punkt in der Mitte, das wäre ganz gut so, dass das wegkommt. Ich könnte auch theoretisch, nein, kann ich nicht, Springer A4. Läufer A4. Er nimmt weg auf C3, ich nehme auf C6 und ja, cool, ich Springer D7 und ich kann den Turm eh nicht nehmen. C3, D5. Das hat wirklich einen Charme. Das ist der erste echte Fidelity, den ich habe. Das ist dieser Kishon Chester. Das ist ja auch kein richtiger Fidelity, das ist ein Mephisto Fidelity. Turm AB8. Okay. Ich mache mal Läufer A4, ich fessel den mal nochmal. Das hat durchaus seinen Charme. Also der gegen das. Naja, wohl doch nicht. Ich wollte schon sagen, hier der gegen das Super Schiss-System 3, dann kann das harte Kämpfe geben. Na gut, das ist ja auch Not gegen Elend. Ich kann mit dem Bauer nehmen, ist die Puppe weg. Ich kann mit der Dame nehmen, ist die Puppe weg. Ich nehme mal mit der Dame weg. Ja, da hat sie ein bisschen früh in der Theorie verlassen. Muss man ehrlich sagen. Ah, das wird wirklich interessant werden. Ich glaube, das würde heutzutage im virtuellen Bereich stattfinden, wahrscheinlich. Da würdest du wahrscheinlich gar nichts mehr haben. Da würdest du die virtuell durch den Raum bewegen. Dame H4 Schach, das haben sie gut gesehen, ein Schachgebot. G2, G3. Eine habe ich noch angefangen heute, das wäre bald schon die achte Tasche. Jetzt habe ich heute das. Ich hatte erst einen Termin für den 8., habe den aber wegen der Arbeit verschoben. Dann hatten die mir einen für heute gegeben. Und 10 Tage später soll man ja nachgucken, was daraus geworden ist. Und wird das nicht sogar matt? Dame C6 kriegt Schach, König E7 und dann matt. Da haben wir eine kurze Partie. D5, C6. Ich werde dann gegen das komplette System 30 Sekunden pro Zug machen lassen. C6, D7 ist einfach durch den Läufer gedeckt. Was? B8, B6? Hä? Ach, ein Los. Ich dachte schon B8, B6. Was für ein Zug B8, B6? Ein Los, Schachmatt. Ja, was soll man da groß zu sagen hier? Es ist ein schönes Gerät, muss ich ehrlich sagen. Das kann man sich durchaus ins Regal stellen und das gibt dann spannende Matches hier. Wird das Chess Champion dagegen bestehen können? Wird das Super Chess System dagegen eingehen wie eine Primel? Ich schätze ein bisschen stärker an als das Super Chess System. Das werde ich dann mit meiner Möbelpolitur noch bearbeiten hier. Ja, und was kann ich noch groß sagen? Ich bedanke mich fürs Anschauen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe jetzt erstmal, dass da so ein leichter Schatten ist. Oder das könnte auch am Display liegen. Ich finde, es ist ein schönes Gerät. War 40 Euro war der, habe ich dafür bezahlt. Der hat jetzt nicht die Wahnsinnsspielstärke, aber ich habe auch einige Geräte, die auch nicht die Wahnsinnsspielstärke haben. Ich bin mal gespannt, ob der MM1 dagegen Sonnenschein sieht oder der, meine Güte, Hilfe, wieso fällt mir der nicht ein? Der Mirage. Ja, okay, passt. Schön, dass es da einen Deutschen gibt, der das auch macht. Ja, ich werde noch schnell dazu erzählen, dass der ein spezielles Schachspielgerät ist, wie wir gerade gesehen haben. Diese aktualisierte Version von Chess Challenger bietet 10 Schwierigkeitsstufen für die KI. Wie bei seinem Vorgänger ist ein Schachbrett auf das Gerät gedruckt und der Spieler muss die Figuren manuell bewegen und den Zug über die Tastatur eingeben. Der Computer antwortet dann auf den Display mit seinem Gegenzug. Es gelten alle regulären Schachregeln, zum Beispiel en passant und Rochade. Rochade. Ja, wenn man das bauen würde, ich verstehe schon, ja. Das würde wahrscheinlich auch im digitalen Raum irgendwie noch funktionieren oder mit Sensoren, wie du schon meintest. Vielleicht gibt es das ja auch schon, ich weiß es nicht. Wobei ich glaube, dass heutzutage wird das nicht mehr tatsächlich eben so hergestellt, sondern eher in Richtung nur noch PC-technisch und nicht mehr fest spielbrettmäßig. Korrigiert mich, wenn es was anderes ist, aber ich kenne mich mit der aktuellen Schachszene nicht aus.
Nummer 1658 ist Chess Scramble für den Nordstar. Und das ist eine Variante des Schachspiels, die ähnliche Regeln verwendet, aber zufällige Elemente hinzufügt, die denen vom Backgammon ähneln. Das Spiel erlaubt es, zwei Spielern gegeneinander zu spielen. Ich weiß nicht, wenn man das Schachsystem oder die Schachregeln verändert und es Richtung Backgammon macht, wen interessiert's? Also ich meine, wer würde sowas denn freiwillig spielen, wenn du Schach spielen kannst? Warum müsstest du eine andere Variante spielen, die niemand kennt, wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Aber, ja, ich weiß, keine Ahnung. Nummer 1659 ist ein weiteres Video. Das ist der Chessmate. Und wie man hier sieht, ist das ein Schachcomputer von Commodore. Die KI-Programmierung basiert auf Microchess und die Hardware auf dem KIM-1-Computer. Eine Membrantastatur wird zur Eingabe der Züge des Spielers verwendet. Die Züge des Computers werden auf einer LED-Textanzeige dargestellt. Eine Melodie wird gespielt, wenn der Computer eine Partie gewinnt. Na klar, weil wenn der Mensch gewinnt, ist ja scheißegal. Hauptsache der Computer gewinnt. Ja, bei dem brauchst du trotzdem immer noch ein physisches Schachbrett, denke ich mal. Das wird man sich nicht merken können, wo der seine Züge macht. Sven hat sich echt nur noch Schachcomputer mit Schachbrett entwickelt und verkauft. Oh oh, jetzt explodiert er gleich. Ja, interessant, dass Commodore tatsächlich auch so einen Schachcomputer gemacht hat, auch basierend auf dem KIM 1 auch noch dazu. Interessant. Nummer 1660 ist ein Lunchbox-Spiel. Das auf dem das ist wieder ein Interton VC 4000 Spiel. Wir kennen dieses Art von Spiel schon. Die hatten wir nämlich schon. Mal kurz gucken, läuft es? Läuft es noch nicht? Ah, nein. Jetzt nicht auf Game Capture, da muss ich es eventuell, ja. Achtung, Farbseuche kommt. Bam! Oh. Und das ist offenbar nicht gerade günstig, zwischen 54 und 900 Euro bei Otto und Amazon. Okay. Ja, das ist quasi ein Spiel, das wir ja schon kennen, mit den Clowns. Das gibt es auch noch auf dem Interton auch noch. Und es gibt da verschiedene Versionen davon, beziehungsweise es gibt mehrere Spielvarianten. Und das ist echt nicht einfach, weil das ist pixelgenau. Ja, mein Gott, ey, flieg doch! Wie schon gesagt.
Das war schon wundervoll. Wie gesagt, da gibt es auch mehrere Spielvarianten. Die 2 ist dann 2 Spieler. Da ist dann quasi der rote Spieler 1 und der blaue Spieler 2 mit den jeweiligen Steuerungen. Das ist, macht natürlich absolut keinen Sinn, das jetzt zu machen. Nummer 3, keine Ahnung. Oh. Ach, das ist, glaube ich, noch ein schnelleres Spiel. Als wäre es so nicht schon schlimm genug. Jetzt komm schon! Wow. Ich dachte am Arsch. Ein Spaß ist das. Hier ist dann noch wieder dasselbe. So, bei der 5 sieht man Farbseuche Nummer 2 und eine durchgestrichelte Linie. Also damals musste man halt das mit Color TV vollkommen auskosten und ja, Farbhomogenität war ein Fremdwort. Sechs ist wieder 2 Spieler. 7 ist wieder schneller wahrscheinlich. Ja. Ist ja nicht so, als wäre er drauf gelandet. Also der Start ist halt sowas von scheiße, weil du nicht weißt, ob er hochspringt oder einfach runterfällt. Das ist. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Alter, ist das nervig, ey. Da gibt es natürlich ohne bewegliche Ziele. Hmm.
das ist so dämlich, ey. Ja, natürlich. Herz, komm, 11. Einerseits musst du ihn ja möglichst weit draußen treffen, damit er möglichst hoch springt. Andererseits ist es halt... Man muss fast schon sagen, Frame Perfect den zu treffen. Das ist... Gott, ist das ein Scheißspiel. Oh Gott. Ich werde wegen diesem Spiel noch blind. Ich sehe das schon kommen, ey. Wer hat sich denn ausgedacht, das wäre eine gute Idee? Eieiei.
Ach, Gott sei Dank, das waren alle. Oh Gott, meine Augen! Das hat sich gedacht, das wäre eine gute Idee. Oh. Nummer 1661 und dafür darf ich mein neuestes Spielzeug ausprobieren. Und zwar das hier. Eine Lightgun. Und diese Lightgun kann ich jetzt in dem Spiel, das wir als nächstes haben, ausprobieren. Und zwar muss ich nur kurz die Software dafür starten. Ich bin mal gespannt, ob man das Border dann im Stream auch sieht. Ich denke mal ja. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Und zwar haben wir jetzt hier, achso, da müsste ich erst einmal eventuell noch das Bild auch, achso, oh, ist ja da. Ja dann habe ich ja gar kein Problem. Das ist Claybuster und das ist ein Tontaubenschießspiel. Der Spieler steuert ein nachgebautes Gewehr und muss auf zwei Tontauben schießen, die auf dem Bildschirm entlang eines Bogens erscheinen, der aus zwei Schächten am Boden geschossen wird. Das Spiel bietet einen Highscore und nutzt Bildschirmeinblendungen, um die Grafik zu bereichern. Jetzt muss ich kurz gucken. Sieht man den jetzt dann? Oh nein, er zeigt den gar nicht an. Ich sehe den quasi nur. Interessant. Aber man sieht jetzt den blauen Ding dürfte man ja sehen jetzt, wenn ich den. Ja, genau. Ja, wundervoll. Man sieht quasi nicht das Border, das sehe nur ich. Interessant. So, dann versuchen wir unser Glück mal. Ich weiß, es wird sehr schwierig, weil diese Dinger fliegen in alle Richtungen und die zu treffen, das ist nicht so einfach. 2 mal 30. Ah, immerhin, eine habe ich getroffen. Und ja, das Spiel hat leider keinen Sound. Das geht so schnell. Wie sollst du die denn treffen? Man hat insgesamt 4 Schüsse für beide. Das ist echt nicht einfach. Oh, die gerade noch erwischt, ey. Wenn sie die gerade Linie hier fliegen, dann ist es gar nicht mal so schwer. Aber oh Gott. Yes. Ja, das war's dann auch schon. Jetzt mache ich mal, weil die hat eine Rückstoßfunktion. Die würde ich jetzt mal schnell noch anmachen. Die müsste man dann auch hören, wenn der Display mit seinen Schachcomputern fertig ist. Dann kann er mir erzählen, ob man das dann auch hört, wenn ich dann schieße. Man kann das halt auch wirklich extrem stark einstellen. Das ist ja. Man müsste es jetzt ja schon hören. Oder bis jetzt, ich müsste es ja dann sehen, ob es ausschlägt oder nicht. Okay, das hat jetzt gerade nicht hingehauen. Obwohl ich es aktiviert hatte, dachte ich zumindestens. Da muss man echt aufpassen. Das Teil ist echt Masse, ist echt. Achso, da muss ich es testen. Please start Lightgun. Ja, achso, enable recoil. Da ist es. Muss ich ja. Nicht in Nähe von Kindern. Zählt immer noch nicht. Also ich muss das Save and Update noch machen. Nein! Ah, das Problem ist, das steuert die Maus. Und ich muss es weghalten, damit es hier nicht ständig irgendwie. So, jetzt aber. Na, das hört man nicht mal wirklich.
Ja, doch, ein bisschen hört man es, aber noch nicht so wirklich. Noch nicht so wirklich da. Vielleicht muss ich es mal auf Automatik stellen. Da passiert gar nichts. Kann man den Controller auch für andere Spiele nutzen? Das ist eine Lightgun, kein Controller. Und ja, den kann man für jedes Spiel benutzen, was halt potenziell eine Lightgun unterstützt. Aber das funktioniert lustigerweise nicht. Ja, warum geht's jetzt gar nicht mehr? Was war das denn? Muss ich vielleicht den Puls ein bisschen stärker machen? Oh. Ach so stark geht der an. Super starke Bekehrung. Aber man kann es, glaube ich, gut hören. Einigermaßen. Also nicht mit Battlefield COD Mass Effect. Nein. Das unterstützt keine Lightgun, soweit ich weiß. Also es muss schon Lightgun unterstützen, sonst wird es natürlich nichts. Aber die Stärke ist jetzt nicht mal so interessant. Ja, das. Aber man kann es mit der Maus benutzen, das ist gut. Da kann man die Credits reingeschalten, cool. Also man hört schon ein bisschen. Lustig. Ach, das funktioniert nur, wenn man auf dem Bildschirm. Oh, okay, interessant. Ja, ganz cool. Okay. Der Effekt ist schon irgendwie cool. So, versuchen wir mal nochmal. Achso, jetzt habe ich das Ding wieder draußen. Das Problem ist halt, du hast dieses Border ständig drumherum. Das sieht man im Stream nicht. Die ist jetzt nicht besonders nervig, aber er muss es ja irgendwie, er muss es ja irgendwie wissen, wo sich der. Oh Gott! Alter, jetzt treffe ich hier gar nichts mehr. Was soll das denn? Okay. Oh, hätte ich mal was getroffen. Das ist nicht einfach. Ja, das die macht dann natürlich, das ist natürlich erst was, macht natürlich erst wirklich Sinn. Erst natürlich Sinn bei Spielen, die Lightguns wirklich brauchen. Hey. Ja, man hört die Knarre. Ja, es ist auch ein kurzes Spiel, also da ist jetzt. Es ist ein bisschen unnötig, weil sie müssten ja in der gleichen Bahn fliegen. Dann trifft man sie auch. Aber so wie die durch die Gegend fliegen, ey. Also man kann die britische Felder auch benutzen, eben Windows zu steuern, wenn man das unbedingt darauf auslegen wollen würde. Zumindest halt die Maus kann man emulieren damit. Aber wie man sieht, zittert die relativ. Das bin nicht ich. Also Genauigkeit ist mit der halt auch nicht drin. Das ist nicht möglich. Aber das ist ja, das darf man auch nicht erwarten, dass die völlig ruhig liegt. Oh yeah, das war richtig gut. Oh Gott, einmal hin. Oh Gott, nein! Wow! Ach, das war das sogar als Extraspiel. Interessant. Ah! Hier! Hat auch einen quasi, die hat verschiedene Buttons hier und hat auch einen Nachlade. Also da ist alles dabei und ich finde die auch relativ lustig. Also die ist schon cool. Der Recoil-Effekt ist auch echt interessant. Die gibt es eben mit und ohne dem. Aber wie gesagt, die spielt natürlich erst ihre große Stärke aus, wenn wir dann wirklich auch Lightgun-Spiele haben. Aber man muss sagen, das ist auch sehr einricht intensiv, weil natürlich klingt es wie eine Pistole, ist schon klar.
Aber immerhin ist der Effekt da, der Rückschlageffekt. Es ist sehr einrichtungsintensiv, weil du musst es quasi für den Emulator genau einstellen und musst dann eventuell noch die Borders mit reinnehmen und musst schauen, dass die dann läuft und dann die Tasten zuweisen. Und da es ja so ruckelt und zuckelt, kannst du es auch schwierig immer mit dem, dass es halt nach links, rechts anzeigt und so. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die zum Laufen zu kriegen dann für einzelne Spiele. Bei Main geht es noch relativ einfach, aber bei RetroArch habe ich es zum Beispiel jetzt noch nicht hinbekommen. Vor allen Dingen, wenn du dann noch mit Sega und so arbeiten musst. Da wird es wahrscheinlich tatsächlich, muss ich schauen, wie ich das am besten hinkriege, dass das dann funktioniert. Also einfach damit umzugehen ist es nicht. Wenn sie mal einmal eingestellt ist, dann funktioniert sie auch ganz gut, aber ja, man muss sie halt eben erst einstellen. Das ist halt ein bisschen so der Sache. Mal schauen, wie sich das dann noch verhalten wird, wenn wir dann mal zu den richtigen Lightgun-Spielen kommen. Nummer 1662 ist das Sea Load Magazine vom April 1978. Das ist Magazin Nummer 2. Und das Sea Load Magazine war eins der ersten Zeitschriften im elektronischen Format und für den TAS 80 bestimmt. Ursprünglich wurde es auf Kassetten ausgeliefert, daher auch der Name Sea Load. Das ist der Befehl zum Laden von Basic-Programmen von der Kassette in den Speicher des TAS 80. Wurde aber später auch auf Disketten verteilt. Jede Ausgabe enthielt mehrere Programme auf den Datenträgern, von denen die meisten typischerweise Spiele waren. Die Ausgabe von April 1978 enthielt die folgenden Spiele für den TAS 80 Level 1 Basic. One Pocket Pool und Horse Race. Die spiele ich jetzt nicht, weil die dann noch einzeln auch noch drankommen. Deshalb werde ich die jetzt da nicht behandeln, sondern dann halt eben separat spielen, wenn sie dann drankommen vom Buchstaben her. Nummer 1663 ist dann das Sea Load Magazine March 1978, das allererste davon. Und das hat Zentimeters und Milliliters dabei, das hatten wir schon gespielt. Break, Sandcastle und das Spiel Logic, eine Variante des klassischen Mastermind. Ja. Nummer 1664 ist Kokma und das ist ein Schachprogramm. Es spielte bei der ersten PCW Microcomputer Chess Championship in London, wo es den letzten Platz belegte. Scheiße. Es muss immer einen letzten geben. Nummer 1665 ist eigentlich ein Spiel, das ich euch zeigen würde, wenn es funktionieren würde. Auf dem Atari 2600 Codebreaker. Da habe ich immerhin ein Video für euch, dass ihr wenigstens seht, wie das Spiel funktioniert. Weil das braucht dieses Tastaturpad mit den Zahlen und ich habe zumindest nicht auf die Schnelle irgendwas gefunden, womit man das emulieren kann, gescheit. Und das wäre damals mal auch irgendwann zu blöd, deshalb einfach ein Video davon. We've got bulls and cows in this Atari archive as we look at Codebreaker. As I mentioned in the last video, the release of the Atari keypad controllers in the fall of 1978 necessitated the development of games that actually used them. Atari's developers were in need of game ideas that could play to the keypad's strengths, and as such turned primarily to existing mental puzzles and computer programs. We saw this last time with Larry Kaplan's Brain Games, a collection of basic memory and mathematic games, and we'll see it again das next time spielen. With Score. But for aber now, we've got Codebreaker, which is the VCS rendition of a pair of logic puzzle games with fuzzy origins. One dates back to at least the early 1900s, and the other to around the 1500s in its current form, but is probably really a variant of a number game that goes back to the earliest days of human civilization. The original version of the first game on this card is known as Bulls and Cows for reasons I haven't quite managed to put together. In that rendition, one player comes up with a secret 4-digit number and the other must try and guess it in as few turns as possible. After the second player gives their guess, the first player lets them know how close it is by telling them the number of cows, the number of digits that are correct but in the wrong position, and the number of bulls, the number of correct digits in the right spot.
If the second player gets four bulls, they win the game. The game is probably better known under the name Mastermind, a code-breaking game using colored pegs instead of numbers that was first published commercially in 1971 by Invicta Games. As a game that relies on numbers and has very few, if any, graphical elements, Bulls and Cows was well-suited to early computer systems. The first known conversion of the game to a digital format is 1968's Moo program, designed by Frank King for Cambridge University's Titan mainframe, where it proved to be popular enough that restrictions needed to be put in place so that the game didn't suck up all the machine's resources. The program found its way to other university mainframes in the following years and gained wider notoriety thanks to an article titled Computer Recreations in the April-June 1971 edition of the Software Practice and Experience Journal. And it even got a handheld electronic version by Invicta Games in 1979. Needless to say, it was a good candidate for an early video game console, as Moo would find its way to the VCS here, as well as its competitors, but we'll get to them in a few minutes. For the VCS version, dubbed Codebreaker, either the computer or a second player comes up with a secret code that needs to be guessed. This can be either a 3-digit or 4-digit code, with a numerical range of 1 through 6 or 1 through 9. If it's a one-player guessing game, then the player has either 8 or 12 guesses, depending on the difficulty switch arrangement, to determine the right code sequence. The score is based on how few guesses it took to get the right answer. Since there are two different versions of the two-player game, with the second player either coming up with the code or guessing it as well, there are, accordingly, two different scoring methods. In the variants where two players are guessing together, they will take turns entering in their guesses, with a point awarded only to the player who gets the answer right. If a player is entering the code, then play alternates after each successful answer, with scoring being based on the fewest number of guesses needed. The game makes the guessing information readily apparent on the screen and easy to parse. After entering in your guess, the game will provide you with a series of white and black marks. A white line represents the cows and tells you if you have a right digit but in the wrong spot, while a black line represents a bull, meaning you have a right digit in the right place. Like in the original game, there's no indication which number is correct, you just have to narrow that down yourself. Horizontal dashes on the bottom right side of the screen tell you whose turn it is in two-player games, while the keypad handily allows you to enter digits by simply typing them in and pushing the number sign key, or hashtag for the younger crowd. This is really a game where you need to concentrate, and it is easier to succeed if you're actually working cooperatively with your opponent to some extent. While the game keeps track of all the guesses until they scroll off screen, more of an issue in a two-player setting, it's up to the players to try and reason out what numbers can be eliminated and which are the likely culprit. And if you're not paying attention or trying to rush your thought process, you're going to find yourself flailing until you run out of turns. I enjoyed it, but it is completely unlike anything else on the VCS. The other game on the Codebreaker card is a rendition of Nim, a math game known to be a few centuries old that is related to the ancient, and still quite popular, game of Mancala. Like Bulls and Cows, Nim was well-suited to early computers and electronic gaming devices, including the Nimitron machine displayed at the New York World's Fair in 1940, and the Nimrod computer showcased at the Festival of Britain in 1951. The idea behind this game is that you have 1 to 4 stacks of objects. The two players, one of which can be the computer in this version, alternate removing objects. You can pull as many objects as you want, but only from one stack at a time. Depending on the game type, you win either by removing the last object or by forcing your opponent to remove the last object. The VCS version gives players a couple options for setting up the game. Either the computer will do it by setting up 3 stacks consisting of 3, 4, and 5 objects, or the player can customize their own Nim game with between 1 and 4 stacks consisting of up to 9 objects. The asterisk key represents your cursor, allowing the player to move from stack to stack. When setting up a game, you simply push the key for the number of objects you want in the stack and then move on until you're done, at which point you just push the number sign key to finish. When you're actually playing the game, the asterisk again moves you from stack to stack, and the keypad's numbers indicate how many objects you plan on pulling from that stack. Once you've put in your moves, you can push the number sign key to finish your turn, and that's about it. You can flip the difficulty switch to make your computer opponent a better player, but otherwise you're just trying to outwit your opponent. Nim is an incredibly simple game, but owing to its longevity, it's also a fun one. Games go quickly, and in true VCS fashion, it especially shines against a human opponent.
One could make the argument that you don't need a home console to play NIMH, or Codebreaker, as long as you have some items around the house to use instead, but the Atari system is certainly a good way to do it if you don't have another person on hand. Bulls and Cows shows up on the RCA wenn man keinen Stift und Zettel zu Hause hat. Which features both single and two player modes. Ja, das kennen wir auch schon, aber im Prinzip ja. Erzähl noch ein bisschen generell noch drüber. Ja, ich erzähle jetzt noch kurz, worum es um dem Spiel geht, wenn es nicht vom Video schon klar genug gemacht wurde. Codebreaker ist es ihr Ziel, einen drei- oder vierstelligen Geheimcode zu erraten, der entweder vom Computer oder von einem anderen Spieler generiert wird. Je nach Schwierigkeitsgrad hat der Spieler 8 oder 12 Versuche, den Code zu erraten, indem er mit der Tastatur Werte eingibt. Nach jedem Tipp analysiert der Computer die Eingaben und zeigt an, ob die richtige Ziffer in der richtigen Position, die richtige Ziffer in der falschen Position oder gar keine richtige Ziffer vorhanden ist. Je nachdem, wie viele Züge man braucht, um den Code richtig zu erkennen, gibt es Punkte. Eine zweite Spielvariante namens NIMH ist ebenfalls enthalten. Bei diesem Spiel entfernen zwei Spieler abwechselnd Gegenstände von einem Stapel. In jedem Zug muss ein Spieler mindestens einen Gegenstand von einem Stapel nehmen und der Spieler, der den letzten Gegenstand vom Bildschirm entfernt, gewinnt. Sie können den Stapel vom Computer automatisch oder manuell aufbauen lassen. Außerdem ist es eine Variante enthalten, bei der der Spieler, der den letzten Gegenstand vom Bildschirm entfernt, verliert und nicht gewinnt. Ja, kennen wir auch ja alles schon mehr oder weniger so ein bisschen. Nummer 1666 führt uns zu Nintendo und eine weiteren Heimkonsole, die Nintendo veröffentlicht hat. Okay, so this is Jason and Adrian at the Center for Computing History, and we've got a new toy to show you. It's the racing. Das ist das Color TV game Racing 112. It's the third in the series of consoles that Nintendo did before the Famicom. It's from 1978, and as you can see, it is a racing game. Cool. It's a very big racing game. It's the largest console Nintendo have ever made to this day. All right. 43 centimeters by 15. You actually know the size? Have you just read this up? Yeah. Or do you know it? I know it. Yeah. That's the kind of people we have here at the Center for Computing History. Okay, come on then, let's have a go then. Let's see it in action. Okay, so if you're playing it in one player mode, you use this rather wonderful steering wheel here, and off we go. Click the gear shift down. We're going to fast mode here. And it is just literally a case of using your reactions to dodge all these cars coming down the screen at you. That is particularly fast. And this is very, very easy mode, this one. So there are, what's called the Racing 112, there are 112 possibilities of playing this or variations of playing this game. 112? There is 112. What, from all the combinations of those switches, on the side? Yeah. Okay. So, as I say, I picked a very easy mode here. That was a bit rubbish. So this is the standard mode? So this is the standard mode. So this is one of two one-player modes. The second mode is basically... Aber woher kennst du das denn, Display? Ich glaube, die Konsole ist nur in Japan erschienen. Gab's außerhalb von Japan, glaube ich, gar nicht. Oder gab's die doch? So it's only on the left-hand side of the screen. So it's on the left-hand side of the screen. Mm-hmm. Makes it a lot trickier. And did very well there. You lost. I did. Nice one. Yes. Now, where if you want two players, you can click it into two-player mode here. But now... Die ist nur in Japan tatsächlich rausgekommen. Paddle controllers. Okay, let's do this. It would be a bit unfair if one person was allowed to use the steering wheel because... Ich meine, ich hätte die mal irgendwo in echt gesehen. Ja gut, das kann natürlich sein, dass die irgendwo mal ausgestellt wurde oder so. Ich meine, das ist ja ein Nintendo, von dem wir hier reden. Oh, come on. Once again, we're playing this in a very easy format. So, it's probably worth saying that this is a Japanese console, right? It's Japanese only. That's why it's not tuned in so well. And it
doesn't have Nintendo's name on it anywhere. No. On the actual console, because it was made in collaboration with Mitsubishi. And it was only the next console in the series, the Block Breaker console, the first machine that ever had Nintendo's name on it. Mm. So the first three in the series did not, because they were given away to employees of Mitsubishi. Cool. Okay, so that is the two-player mode. Mm-hmm. Now you can also, there's another switch up here, so you can actually alter the speed of the game. So. What, faster? Yeah, you can make it faster. So, like that wasn't fast enough? So that is, this is the slow mode. Right. So the gear stick actually doesn't do anything. You click it into the second mode, the gear stick does speed it up a bit. And then you've got the fast mode. Yeah, right. That's cool. And now we can go into a little bit of the other modes. So it's got these four buttons at the bottom here, so we can actually add other gameplay elements. So first one we can do, we can add cars that swerve. Right. And try and hit you, which is relatively easy in this mode, although I've still made a right cock up of that. The second switch gives you barriers, so if it's switched off I can touch the barriers, nothing happens. Mm-hmm. If I turn the switch on I will then crash into the barriers. Yeah. The third switch is quite fun. Adds a rough road, so the road will go brown and then the little car judders, and it's actually a little bit harder to control. Okay. That's pretty cool. And then the fourth switch is there to add more cars, so I will now got two cars coming down at me instead of one. And then if you do all four switches up, the game just gets explodes. A little bit. So let's start it again. Not on impossible. In fact, if we turn the speed down, it should make it a little bit easier. Speed up a little bit. God, it sounds a bit annoying. And sounds gets a little mind bit you, annoying. Mind you, you're crashing a lot. I'm crashing a lot. I can crash an awful lot more if I put it into the hardest mode, which is then to put the... I said a chance. So I've not worked out. There is supposed to be a pattern to these cars, but I'm really not worked out what it is yet. Oh, right. So you can learn this. Yeah, there you is can. Oh, wow. But they just seem to crash into me all the time and kill me off. Oh, there we go. Oh, yeah, you got past one, well done. I got past one. Oh, goodness sake. This could go on a while if we're supposed to reach 50. Let's try... Cool. Oh, that's it, game over. Nice one. So that is the Racing 112 from Nintendo. And it is actually supposed to be the first thing at Nintendo that Shigeru Miyamoto worked on. All right. He's supposed to have had some input on the design of the buttons and some of the decals. Okay, so sort of graphic design side. Yeah. Das hätten sie mal bei Mario Kart weiterführen sollen hier. Das ist der Vorgänger von Mario Kart hier. An unboxed one, couple of hundred quid, a boxed one, possibly double that. Mm-hmm. Wow. And none of the pre-Famicom consoles are particularly cheap, and they're also ridiculously difficult to tune into a British TV as well, because they're NTSC J, yeah. RF. We've been quite lucky to find a monitor that will output to this, but even then, you can see it sort of smearing at the size, ghosting a little bit. But not bad, playable. It's playable, yeah. And got the lovely noises as well. Yeah. So that's it. That is the Racing 112. Good stuff. Thank you very much. Ja, das Call of Duty Game Racing 112 ist eine spezielle Konsole, die ein Top-Down-Rennspiel für ein oder zwei Spieler bietet. Die Spieler müssen Autos überholen, ohne mit ihnen zu crashen, und Punkte zu sammeln.
Die Konsole verfügt über zwei Steuerknöpfe, ein Lenkrad und einen Gasbedienungshebel. Es können verschiedene Spieleinstellungen vorgenommen werden, zum Beispiel Zickzackfahren der gegnerischen Autos, Zusammenstoß mit der Leitplanke, Anzahl der Gegner und den Straßenzustand. Ja. Nummer 1667 ist mal eine der wenigen Pong-Konsolen, die im Jahr 78 noch rausgekommen sind. Wir haben jetzt die Color Sport 8. Nee, 5, 6, 7, doch 8 ist es, ja. Welcome back. This is Will at Work. I'm Kevin. Today we're looking at the Color Sport 8. And no, there have not been 8 Color Sports. It's referring to that there's 8 games you can play. This is yet another Pong system, but it is an 8 game system. Looks like it's 2 player with removable controls. We'll take it out of the box. We'll see what we've got. There may be a gun. There's a combination rifle and pistol. I'm not sure if it's in this container or not. We'll find out. It's something called Magic Switch, which I think it's just part of the unit, but they're talking about it here like it's something special. Box is rough, but hey, at least we got a box. Sometimes we don't get boxes. Like we do have a gun, which is good. You can't really use them on modern day televisions, or with composite in. I do have a CRT, but most of these games are really basic when it comes to the gun. There's some light on the screen and you have to point the gun at it and shoot it. A lot of times you can just point the gun at a lamp in the room and it'll register the hit. Most of these guns are universally compatible with this round controller connector here, so nothing too crazy. It looks like something's missing here, although it might be a different barrel of some sort. I'm not sure, because this looks like it's the pistol, that looks like you connect it to be the rifle, there's the gun stock on the back. Not sure what this would be for. But maybe, sometimes they just put things in the foam and it's not necessary. We do have a sealed switch box. Purple one. I haven't seen a purple one before. So that's nice to see that's included. And they gave us a power supply. This Grenada. Like it's a DC 200 milliamp. Never been used. Let's take it out though. And by never used, I mean I haven't even used it. So this will be the first time someone on this planet may have used this unit. I don't see any fingerprints, so I'm thinking we're the first. We are the first ones ever to turn on the Color Sport 8. Will it work though? It's been sitting a long time. Let me get controls here. Let's just see if it takes batteries. Yes, it does. Looks like we take D cells. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6D cells, but yeah, it needs quite a bit more amperes at 200 than some other ones. We have handball, hockey, tennis, and skeet. And we have practice, four player, moving, two player, flashing. And that can be toggled here. So it's a little, it's not really 8 games. It's more like, how many players plus. You have amateur and expert, which would be, pro-am.
left team, right team. So that's interesting. You can have one team with the bigger paddles probably than the other team. Manual and auto serve. Keep it on manual. You have a serve button here that you push up rather than pushing down. Weird choice. All right. And then our controls here come out. Got your wood grain fanciness. No serve button. That's a pretty heavy fluid movement. That feels all right. And we have sound coming out of the unit down here. Let's see if we can get that back in there properly. Yes. So there's your sound. Probably it could be an air vent, but my guess is sound's coming out of here. And on the back we have Granada Electronics, made in USA by Dynex. For being an RF, well, I have to tell you, I don't think this one's been used before, and that for being an RF signal, that's one of the cleanest ones we've seen. That is pretty solid. Motion is pretty good. Jumps a little bit, though, from lack of play for about 30 some years. Right there, it probably could be expected, although it's not too bad. It was the right controller. Left controller is spot on. No issues at all. Let's serve the ball. Ooh, that's some slow moving. Slow! Interesting. So the score disappears when the ball is served. That's kind of cool. I don't know what microchip this is in here. I mean, I don't think it's an Atari one. So it's got to be somebody else doing color, which is kind of cool. I'm not going to open it up to look. I probably can find it online. So that's handball two-player. Practice, I think, would be... Let's see if I reset it. Yeah, practice is one player only. Although it has two sets of scores on there. Let's go... just being shown off screen, which is that's tennis. Aren't that interesting? Although I mean, I will say that the screen, you know, the colors are whew, but the video signal's really good. But let's move on to something else. Ja, die Farben sind typischerweise farbseuche. Meine Güte. Und Nummer 1668 ist der Color Score 2. Hello again there, YouTube. Today I thought I'd post a slightly different video. This is the Video Master Color Score 2, and it's my Pong clone machine. This was made in 1978. In the Philippines, though it was about the British version of colour with a U in, so maybe it was destined for the UK market as intended. It's in size wise, it's very similar to the original model PlayStation, especially in length wise. Width wise, it's a little bit narrower. Anyway, these controllers are hardwired in and can sit in a console like an Intellivision or a ColecoVision. And it's very much like the Atari driving wheel style for moving your paddles. They do work very, very well and very responsive. Quite a few switches on the front of the machine. Top left one is your game selection switch. There's a solo squash match, a two-player squash, football and tennis. All the two-player games you can play by yourself quite easily. You do eventually tune yourself into using both controllers. For a loner like me. There's auxiliary 1 and auxiliary 2. These are light gun games which plug into this sort of cigarette lighter almost looking
funny port at the bottom. Sadly, I haven't got the light gun, but never mind. This switch here is your speed of the ball switch, so it could go speed 1 or speed 3, no speed 2, which is crazy, but there we go. Centre button is your score reset, as it only goes up to 15 and then doesn't continue upping your score, so you just press that and reset your score. This one increases or decreases the size of your paddle from bizarrely small to average size. On off, obviously, that's about it. This grill here is your speaker, it's an inbuilt speaker, and player 1 controller is oddly this one. As we're used to on modern systems, with it being the one on the left, this is the one on the right. Now, there's no power supply with this, well, not that I own, but it does run off 6D batteries which sit in the back, and it has a hardwired in RF aerial lead. Before I do any gameplay of this, so I just want to say it's going to be very, very poor quality, as I only have LCD TVs at the moment. And for the life of me, I've been trying for a long time to get them to work on there, but I can't, so it's going to have to be on a very tiny portable black and white telly, which you may have seen in one of my earlier videos, which has a really reflective plastic cover on the screen. So it's not going to be very good, but I'm sure you've all seen Pong before anyway, but we'll give it a little go. I'll just show you how it works and show you the bleepy bloopy sounds. So, see you in a minute. As I said earlier, apologies for the flickering, but can't really be helped at the moment. So let's reset. This is the solo mode, which is just basically a solo version of the squash pong variation. This is at the slow speed with the large paddle. That's the small paddle. Makes it a lot harder. It's like one of the power-ups you used to be able to get an Arkanoid. It used to make your paddle smaller, which is quite nice. And you can change it mid-game, as I just did, which is also very, very clever little touch. Pick that up again. And I'll show you the fast power setting, which is ridiculously fast. Some epic failing here. Player 1's got the striped paddles and player 2's just got the soft. Ja, Color Score 2. So, das war's dann auch schon wieder mit den Pong-Konsolen. Zumindest fürs Erste. Mal schauen, was es noch begegnet. Nummer 1669 ist ein Spiel, wie das ich euch zeigen kann. Diesmal gehen wir beim Commodore eins weiter rauf. Wir sind jetzt nämlich beim... Also eigentlich ist es für den Commodore PET erschienen, wurde aber dann auch auf den C64, auf den allseits beliebten, portiert. Und da spielen wir das jetzt auch. Auf dem C64. Wo haben wir es? Da ist es. Und da brauchen wir die Spielaufnahme. Ja. Ich mach's mal nochmal neu, damit man es nochmal sieht. Den Autostart. Right here. Right now. Combination Wars. Hat übrigens keinen Sound, also nicht wundern. Combination Wars ist ein Lernspiel, bei dem der Spieler unter Druck Gleichungen lösen muss. Torpedos bewegen sich auf den Spieler zu, auf denen sich Gleichungen befinden. Sie müssen zerstört werden, indem man Antworten eintippt. Ja, hier haben wir jetzt eine kodierte Nachricht. Die wird wahrscheinlich so niemand lesen können, aber Gott sei Dank verfügen wir ja über fundierte Codier-Entkodier-Möglichkeiten und können das encodieren. Und da steht: You have been given a field promotion to the rank of commander in the service of the Federation. You are the report to fleet ATQ-TRS and take command of a warp speed starship. Your mission is extremely
hazardous. On the way, you'll be brutally attacked by combination torpedoes launched by Klingon forces. Ich weiß nicht, was Klingonen sind. Known to be in the area, you survived by providing the answer to the combination inside them. Example 6x7. Yeah. KN 42 to destroy this torpedo. If you're ready to start, press shift. Okay, dann versuchen wir uns mal. Versuchen wir unser Glück. Ah. Ja, schon mal so funktioniert. Du hast echt nicht viel Zeit für das Ganze. All sheets are down and have suffered irreparable damage. Also ich darf jetzt nicht nochmal getroffen werden. Ah. Oh. Ach ja, ich sollte vielleicht noch sagen, dass der Bildschirm sehr flackern kann wieder, also Vorsicht. Fuck! Oh. Ja, das meinte ich damit. Ja, du hast also quasi nur zwei Chancen und du hast echt nicht viel Zeit. Ich denke, sind das 10 Sekunden? Es sind 5 Sekunden. Und dann fängt das Spiel quasi wieder von vorne an. Sind maximal 5 Sekunden, die du Zeit hast. Hey! Weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie ein Ziel gibt oder ob es irgendwann durch ist, aber ja. Ist nicht besonders spannend und nicht besonders fair, weil es ziemlich schnell gehen muss. Mal noch eine Runde. Ach ja. Der Zeitdruck macht ja Aufgaben lösen. Wer macht das nicht gerne? Ich nicht. Das mit den flackernden Bildschirmen, das ist auch keine gute Idee. Das ist auch so eine Sache. Ja, damals war man sich da noch nicht so sehr bewusst, glaube ich, was das auslösen kann. Da war es noch nicht so weit her mit Epilepsie und so weiter. Nummer 1670 ist das Computer Derby für den Commodore PET. Und das ist ein Pferderennen-Wettspiel. 4 gleich gute Pferde laufen um die Wette und bis zu 4 Spieler können Wetten platzieren. Cool.
Nummer 1671, das wird dann ja für heute das letzte Spiel sein, was wir heute hier durchnehmen werden. Da gehen wir wieder rüber zum Browser und zum Magnavox Odyssey 2. Wenn man mich denn lässt. Mal auch ein bisschen Musik laufen lassen, weil da ist nicht so viel dabei. So. Und was wir jetzt spielen ist Computergolf. 1 bis 4 Spieler können dieses Golfspiel abwechselnd spielen. Die Spieler steuern den Golfer mit dem Steuerknüppel über das Feld und schlagen den Ball mit der Aktionstaste. Je länger die Aktionstaste gedrückt wird, desto höher ist der Rückschwung und desto weiter fliegt der Ball. Wenn der Schläger einen Vollkreis schlägt, wird der Rückschwung automatisch aufgehoben und der Ball fliegt eine zufällige Strecke. Der Rückschwung des Schlägers erfolgt immer im Uhrzeigersinn und der Abschwung immer gegen den Uhrzeigersinn. Die Richtung des Balls hängt von der relativen Position des Golfers ab. Es gibt keine Strafe dafür, den Schläger vom Ball wegzuschwingen. Die Bäume im Feld stoppen die Flugbahn des Balls und machen den Golfer wütend. Erreicht der Ball das Rough, die schwarze Fläche außerhalb des Feldes, kann der Golfer nicht darauf laufen und muss den Ball zurück ins Feld schlagen. Sobald sich der Ball auf dem Grün befindet, zoomt die Kamera heran. Die Golfer wechseln sich nur dann ab, wenn der vorangehende Golfer das gesamte Feld durchspielt. Der Gewinner ist der Golfer mit der niedrigsten Punktzahl der 9 Löcher. Ja, und wir können uns hier tatsächlich frei bewegen und müssen jetzt den Ball natürlich dementsprechend nach oben schlagen. Und das ist halt schon relativ merkwürdig gelöst, wenn man das mal so nennen möchte. Ah, wie kriege ich denn jetzt nach unten? Wahrscheinlich, indem ich ihn so so schlage ich ihn ja wieder zurück. Nein, oder? Nein. Ah, doch, passt schon, perfekt. So, und jetzt wird ins reingezoomt. Und jetzt müssen wir ihn nur noch ins Loch reinkriegen. Ah, das war zu wenig. Das ist der richtige Weg. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Die Kugel bewegt sich normalerweise weiter. Na wo? Geht doch. Na toll, es liegt ja genau am Baum. Ah. Oh, der war gut. Oh.
Oh, das war zu weit. Aber ja, es geht noch ins Loch rein, okay. Okay. Oh, das war nicht ganz so gut. Jawohl. Wenn man mal die Bewegung raus hat mit dem Golfer, ja, dann geht's eigentlich, aber naja. Oh scheiße, es war falsch rum. Nein! Nicht schlachten. Sagte er, dass es okay ist, aber macht dann ein Fehler nach dem anderen. Oh, der war gut. Nein, das war falsch. So rum. Nein, das ist auch falsch. Fuck. Jetzt komm, so. Viele Golfplätze gibt es wohl. Ärger dich doch nicht, es ist so gut gelaufen. Andersrum. Ich kann ihn. Hä, was? Nein! Du sollst doch. Warum? Eieiei. Hm? Ja,
das war schon richtig so. Bisschen mehr Schwung. Okay. Reicht noch. Hallo? Wie triffst du jetzt mal? Geht doch. Der war gut. Oh, natürlich genau in den Pixel rein, ist klar. Jawohl. Das müsste jetzt das letzte Loch sein. Ha ha ha.
endlich weg da. So. 75 Schläge für 9 Löcher. Weiß nicht, ob das gut ist. Aber mein Ziel war eigentlich unter 10 Schläge pro Loch, also es wären 90 gewesen. Also würde ich mal sagen, nicht so verkehrt. Das sind durchschnittlich 8,33 Schläge für pro Loch. Würde sicherlich besser gehen. Aber naja. Ja, was soll man dazu sagen? Relativ interessant, weil du halt mit dem Golfer sehr viel anstellen kannst. Damals gab es noch keinen Wind und alles drum und dran. Und was man halt von moderneren Golfspielen so kennt. Deshalb ist es natürlich dadurch, dass es so interaktiv ist, auch hast du eben sehr viele Möglichkeiten, den Ball zu schlagen. Und ja, ich denke mal, das ist die richtige Richtung für ein Golfspiel, für damalige Verhältnisse, wo du halt nicht simulieren kannst, Wind und so weiter, das dann so zu machen. Und denke mal, das ist eine ganz gute Idee gewesen, das dann so zu machen. Ja. Ist okay. Ich denke, das ist sogar die bisher beste Golfsimulation, die ich gesehen habe, weil die für den dieser Atari 2.6, glaube ich, die war schrecklich. Da war das um einiges besser. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und machen wir dann das nächste Mal weiter. Das nächste Mal. Pop. Könnte dann schon morgen sein. Vielleicht. Aber auf jeden Fall Dienstag. Aber ich denke mal, wir könnten morgen auch schon nochmal wieder einen einschieben. Mal schauen. Je nachdem, wie ich Lust habe. Entweder morgen oder dann spätestens am Dienstag. Auf jeden Fall. Jo, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.